Na und willkommen zurück zum, oh mein Gott, ich glaube legendärsten Backformat auf ganz YouTube Deutschland. Mindestens. Ihr wisst es mindestens. Wir machen es ja schon seit Jahrhunderten hier auf diesem Kanal. Jahrtausende. Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Heute wird mal wieder ein YouTuber gebacken. Beziehungsweise in dem Fall ist es kein YouTuber, sondern ein Twitcher. Wir haben unser Repertoire hier jetzt nämlich ein bisschen erweitert. Soll ich ihn aus dem Kofferraum holen schon oder noch drin lassen? Nee, lass noch drin. Ist noch okay. In Ordnung. Ich weiß nicht, ob er schon wieder bei Bewusstsein ist. Der bewegt sich. Wir haben unser Repertoire erweitert und weil ich jetzt auch wieder aktiv auf Twitch bin, dachte ich mir, gucken wir uns mal auf Twitch und wer da gerade so in den Riegen ein wenig unterwegs ist. Und wir haben uns heute für Papa Platte entschieden. Hey, und ich musste recherchieren und es wird heute einen sehr coolen Kuchen geben, den ihr auf jeden Fall auch nachmachen wollen werdet, werden wolltet. Und ich brauche eine Schüssel dafür. Wer das Format nicht kennt, erkläre ich es in zwei kurzen Sätzen, hoffentlich. Wir backen YouTuber, hacken die Kleinen. Nein, wir suchen uns YouTuber, Twitcher, Persönlichkeiten aus dem Internet, suchen uns schöne Facts zu diesen Personen und versuchen die in Form von Zutaten zusammen zu einer, ja im besten Fall zu einem Kuchen oder einem Gebäck zusammenzuführen und dann einen ganz persönlichen, eigenen und auf die Person gebrandeten Kuchen oder Gebäck, whatever, entstehen zu lassen. Und das machen wir mit kleinen, lustigen Facts zu der Person und am Ende kommt meistens immer was Schönes raus. Ich glaube, zuletzt haben wir Gronkh gemacht. Da ist auch was sehr, sehr Leckeres bei rumgekommen. Das könnt ihr euch gerne angucken. Habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und dieses Rezept hier verlinke ich euch auch in der Infobox. Und wir starten damit, dass wir ein bisschen vegane Butter in eine Schüssel würfeln. Ah, die ist sehr schön weich. Ich glaube, Papa Platte ist aktuell Top 5 auf Twitch, oder? Deutschland. Na, je nachdem, was er so macht. Ich glaube, bei Pokémon, wo die Pokémon-Karten gezeigt haben, glaube ich, mit ganz, ganz weit vorne rum. Ist das eigentlich noch ein Ding, Pokémon-Karten? Ich glaube schon, ja. Das ist so krass. Also ich habe das immer nur so halb am Rand mitbekommen, dass da wirklich Beträge bei Leuten über den Tisch gegangen sind. Und ich habe früher, da kommt jetzt Zucker dazu. Ich wollte sagen, ich habe früher auch Pokémon-Karten gesammelt. Dann kommt noch Vanilleextrakt dazu. Schwapp. So, das wird jetzt einmal verquirlt. So, das ist Komponente 1. Das haben wir jetzt quirlig geschlagen. Wir brauchen jetzt eine weitere Schüssel, denn jetzt kommen die trockenen Zutaten zusammen. Und zwar brauchen wir Mehl, weil Kevin mal in dem Stream erzählt hat, dass er Mehl... Nein, Quatsch. Mehl. Aber man muss dazu sagen, er hat mal erwähnt, dass er diesen Kuchen, den ich backen werde, gerne mag. Das ist Fakt Nummer 1. Na, wisst ihr schon, welcher Kuchen das ist? Es sind, glaube ich, nur so 3 oder 4, die so bekannt sind. Ich suche gerade nach einer... Da. So. Das Mehl, Backkakao hinzu. Schauen Sie, ich konnte es trotzdem irgendwie. Ich konnte es trotzdem irgendwie miteinander verbinden und meine Lieblingsfarbe einbringen. Dann kommt ein bisschen Speisestärke mit hinein. Ach, klasse, schauen Sie. So. Dann kommt Backpulver dazu. Und noch ein Teelöffel Zimt, den. Ja, den tue ich einfach rein, weil ich ein absoluter Zimt-Junkie bin und da gerade so eine Verbindung baue zwischen dem Kevin und mir. Denn wir haben eine Zimtbrücke. Wir haben ja auch eine Verbindung miteinander, er und ich. Liegst du jetzt, dass ihr Geschwister seid? Nee. Kupferplatte. Kupferplatte. Nee, sorry, ich habe immer nur Druide gespielt. Die können nur Leder tragen. Mhm. Was ist denn Kriegerdelfin? Der Kriegerdelfin. Kann der Platte tragen? Der kann Platte tragen. Ah, okay, danke. Ist der Plattendelfin. Only WoW Insiders. Da kommt jetzt nämlich noch eine Prise Salz rein. Die habe ich nämlich gesucht, wo die hingehört. Die gehört hier hin. Zack. Ach, klasse. Salzig, salzig. Die steht für online allgemein. Für Alge, Alge, Alge steht die. So wie es auf Twitch bekannt ist. Das vermengen wir jetzt und währenddessen schreibt ihr mal 1 in den Chat. Quatsch. Das sind die beiden Hauptkomponenten. Und jetzt kommt wieder ein lustiger kleiner Fact. Denn in den Streams von Papa Platte wird, wie es sich nicht anders gehört, wahnsinnig viel Eistee getrunken oder O-Saft. Und ich habe mir gedacht, dass ich Eistee mit in das Rezept einfließen lasse. Und guck dir die Farbe an. Sie ist lila, denn das ist angeblich, weil ich schlage jetzt kurz die Brücke, woher wir unsere Verbindung haben. Angeblich ist es seine Lieblingsfarbe und diese Information habe ich von unserer Mutter. Nein, Spaß, von unserer... Hashtag Kupferplatte. Punkt. Lass es so stehen. Von unserer gemeinsamen Managerin Lena. Wir sind nämlich im gleichen Management. Die auch so ein bisschen unsere Mutti ist. Auch ein bisschen unsere Mutti, ja. Und die tat mir zu, als ich sagte, gib mir mal... Was ist das denn für ein Kokolores hier? Die sagte mir, seine Lieblingsfarbe ist lila. Deswegen lassen wir die Farbe hier heute mit einfließen. Das kommt jetzt abwechselnd mit der Mehl-Kakao-Mischung zu unserer Buttermischung dazu. So, und falls ihr euch fragt, wer im Hintergrund die ganze Zeit am Knödeln ist. Ich. Genau, Philipp. Philipp hat das Baby wieder bei sich. Heute ist wieder Kamerababy. Heute ist Kamerababy. So, das kommt ein bisschen zusammen. Ich bin ja mal
geschmacklich echt gespannt. Das wird jetzt abwechselnd immer dazugegeben. Also die Mischung dazu und dann immer ein bisschen Flüssigkeit dazu vermischen und dann wieder ganz von vorn. Wo gab es immer den Kinderkameramann? War das bei Quatsch mit Michael? War das nicht? Ich glaube, das war bei Tigerentenclub. Aber wolltest du auch immer Kamerakind sein? Nein, ich wollte immer vor die Kamera. ihr könnt mir ja gerne mal, wenn ihr möchtet, in den Kommentaren hinterlassen, wen wir so als nächstes backen sollten. Vielleicht auch schon mit ein paar lustigen Facts oder einfach, warum diese Person von uns mal verbacken werden soll. Und wenn ihr mich gerne supporten möchtet, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir jetzt ein kostenloses Abonnement auf diesem Kanal hier dalasst. Das ist eine Menge Teig. Und übrigens, glaube ich, bei Kinderquatsch mit Michael waren das diese Plastiktiere, auf denen man sitzen konnte, ja, anstatt auf Bänken. Genau. Ja, wolltest du auch immer so ein Plastiktier haben? Ich wollte immer auf der Giraffe sitzen. Oh ja, die Giraffe. Ich liebe die Giraffen. Ich liebe die Giraffen. Das kommt jetzt in die vorgefettete Springform. Er geht jetzt für 50 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Wir machen jetzt nämlich weiter mit einer großen Menge Sahne bzw. Sojasahne. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, Schokoladenbohnen, eine Menge Sahne. Hä? Was machen wir? Wir machen einen Maulwurfkuchen. Das wird richtig cool. Aber wir machen nicht irgendeinen Maulwurfkuchen, das wäre ja richtig billo. Sondern unser Maulwurfkuchen wird gleich noch einen kleinen Twist am Ende haben und noch so eine kleine persönliche Note neben dem Eistee. Das seht ihr aber erst ganz am Ende, wenn angeschnitten wird. Die kommt jetzt auch noch da rein. Und jetzt kommt hier nämlich noch ein kleiner Twist dazu. Den zeige ich euch jetzt aber nicht, sondern gleich erst am Ende. Ihr werdet nicht glauben, was dann geschah. Kinder, der Maulwurfkuchen ist das Bananasplit unter den Kuchens. Deswegen ein paar geraspelte Zartbitter Kokosraspeln, sage ich die ganze Zeit. Schokoladenraspeln, das Kind ist schon wieder so früh aufgestanden, mein Gehirn funktioniert nicht. So, das wird richtig gut hier, ey. Das sieht aus wie ein schönes Stracciatella-Bowl. Ja, ein leckeres Stracciatella-Bowl. Da kommt jetzt noch ein bisschen Acai dazu und dann könnt ihr das für 18,90 Euro in Berlin kaufen. Wie praktisch, Kevin kommt aus Berlin. Hey, da haben wir direkt wieder die Komponente. Dann mache ich da noch eine Kleinigkeit mit und dann kommt das erstmal zur Seite und wir warten kurz, bis der Boden fertig gebacken hat. Da ich dumm bin und gar nicht dran gedacht habe, dass ich ja gleich die Sahne auf dem Kuchen verteilen muss, verrate ich es euch jetzt schon. Es kommt Farbe ins Spiel. Hey! Wow, was ein Blödsinn. Oh mein Gott, ey. So, und damit uns die Sahne nicht abscheißt, nehmen wir so Granulatfarbe. Die sollte ein bisschen besser mit geschlagener Sahne funktionieren. Und wir machen sie ebenfalls in lila. Hey, auch wenn es jetzt gerade blau aussieht. Denn wir haben ja schon gelernt, die Lieblingsfarbe ist Lila. Lilac, ja. Lilac. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn niemand jemals sagt Lilac. Ja, das ist aus dem Englischunterricht damals. Ich wollte gerade sagen, das haben wir schon mal. This is lilac. You are silly. This is a tortoise. This is a tortoise. Lilac tortoise. I like tortoises. So, weiter geht's. Der Kuchen ist fertig gebacken und ein bisschen abgekühlt. Und wir holen den jetzt einmal aus der Springform raus. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt das größte Messer, was wir in diesem Haushalt hier finden konnten. Und schneiden nicht zu uns, sondern von uns weg. Und jetzt wird einmal hier am oberen Rand die gesamte Decke weggeschnitten. Das wird jetzt einmal alles gesammelt in einer Schüssel, denn das brauchen wir jetzt gleich. So, und ich schneide jetzt hier noch ein ganz kleines bisschen raus, dass wir so eine Mulde kriegen. Und das wird einmal noch alles hier abgetragen. Der ist aber noch richtig, richtig heiß von innen. Schupp. Ja, das mache ich jetzt ein bisschen Platti, aber nicht zu doll. Papa Platti. Oh, Schnapp, der war nicht schlecht. Und jetzt brauchen wir Bananen, beziehungsweise ich mache hier mal ganz kurz ein bisschen sauber. Da schneiden wir jetzt Scheibchen, denn die kommen auf den Boden. Die kommen jetzt einmal hier auf den Boden und werden als hübsche Blume arrangiert. Ach, klasse. Drösel jetzt einmal noch den abgetragenen Kuchen hier, dass er so richtig wie so Erde aussieht, auseinander. Die ist schon ordentlich fest geworden. Oh, shit. Ja, gut. Der Kühlschrank ist zu kalt. Oh mein Gott. Die kommt hier jetzt nämlich auf das Ganze obendrauf. Da kommt jetzt noch weiße Sahne on top, damit der Hügel hoch genug ist und ich meinen schön lila Kern gleich habe. Jetzt kommt eigentlich nur noch unsere Erde dran gedrückt und ich saue wahrscheinlich jetzt den ganzen Tisch ein. So. Ich saue den ganzen Tisch ein. Da ist das gute Stück. Es sieht wunderschön aus. Das ist ein 1A Maulwurfkuchen geworden. Wenn man jetzt so ein richtig lustiger kleiner Clown ist, dann könnte man da noch so Fondant
Gras und fondant Hundehäufchen und sowas drauf machen. Aber ich würde sagen, wir schneiden den lieber mal an und gucken mal, wie es von innen aussieht, ob es so schön geworden ist, wie ich wollte. Und ich schneide mal so richtig schön von der Mitte hier oben rein. Es fühlt sich fantastisch an. Das geht doch sehr schön. Oh, ja, das hat ja wundervoll funktioniert. Moment, jetzt, ich bin immer so jemand, ich kriege den dann schön auf den Teller und dann platscht der mir immer um. Ha, sehr cool, guck mal. Es ist ein bisschen schmuddelig geworden jetzt beim Anschneiden, aber ich finde, es geht eigentlich. Aber wir haben den, sieht mega nice aus. Ja, das sieht super hübsch aus. Also wir haben da drin den lila Kern und die Banane und die weiße Sahne. Also es sieht schon ziemlich, ziemlich toll aus, finde ich. So, also insoweit sieht das schon mal klasse aus. Jetzt wollen wir natürlich noch probieren. Schmeckt in erster Linie einfach mal fantastisch. Falls ihr zu den wenigen Menschen gehört, die Papa Platte noch nicht kennen, dann habe ich ihn euch gerne mal unten in die Infobox verlinkt, beziehungsweise sein Twitch-Account und ganz uneigennützigerweise mein Twitch-Account auch. Ich bin jetzt aktuell meistens vormittags online. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere YouTuber sehen möchtet, die gebäckifiziert wurden, dann habe ich jetzt hier zwei wundervolle Videos für euch und ich würde mich wie immer über einen Support in Form eines Daumens nach oben freuen. Macht's gut, ihr Lieben, bis Donnerstag und tschüss!